Hallo, in diesem Video möchte ich das Addieren von Wahrscheinlichkeiten noch ein bisschen ausbauen. Und das funktioniert am besten anhand eines Beispiels. Und in dem Beispiel mache ich als Experiment, als Zufallsexperiment wieder die Sache mit dem Beutel. Dass ich einen Beutel habe, in den ich unterschiedliche Gegenstände reintue. Und zwar tue ich in den Beutel rein ein paar grüne Würfel. Und zwar sollen das hier, nehme ich mal 8 Stück von den grünen Würfeln und dann tue ich noch ein paar grüne Kugeln rein. Hier sind die Kugeln. 9 Stück zum Beispiel. Dann tue ich auch noch ein paar gelbe Würfel rein. Fünf Stück. Und dann nehme ich auch noch 7 gelbe Kugeln. So, 7 gelbe Kugeln, das sind die Sachen, die ich in den Beutel rein tue. Und das Experiment ist dann, dass ich den Beutel durchmische. Ja, und dann schüttle ich einfach einen Teil aus dem Beutel raus und schaue, was da als erstes rauskommt. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Teile hier aus dem Beutel rauskommen, die soll immer gleich groß sein für alle Teile. Insgesamt habe ich, also wie viel habe ich denn? 8 plus 9? Das sind 17, 22, 29. Ich habe also hier 29 Teile, die in dem Beutel drin sind. Das heißt eben auch, dass ich jetzt 29 gleichwahrscheinliche Ergebnisse habe. Und die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses, das heißt eben, dass hier ein bestimmtes Teil rauskommt, ist dann auch gerade ein 29. Und jetzt konstruiere ich mir aber wieder ein bisschen komplexere Ereignisse und dann schaue ich nach, wie viele Ergebnisse zu diesen Ereignissen führen und berechne so die Wahrscheinlichkeit für diese Ereignisse. Ich fange mal an hier mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Würfel rauskommt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Würfel als erstes aus diesem Beutel rauskommt. Und zwar egal, welche Farbe der Würfel hat, irgendein Würfel ist okay. Nun, mit 29 Teilen oder 29 Ergebnissen steht natürlich hier im Nenner immer diese 29. Das sind meine gleichwahrscheinlichen möglichen Ergebnisse im Experiment. Und bei wie vielen dieser Ergebnisse kommt jetzt ein Würfel raus als erstes? Nun, von diesen 29 Teilen sind eben 8 Teile ein grüner Würfel und 5 Teile ein gelber Würfel. Das heißt, ich habe insgesamt 13 Würfel unter den 29 Teilen. Und dementsprechend sind auch die Chancen hier 13, 29, dass so ein Würfel als erstes aus diesem Beutel rauskommt. Ja, das kann ich gleich wieder in so einem Venn-Diagramm hier einmalen. Also da hätte ich jetzt diese 29 Ergebnisse und 13 von diesen Ergebnissen bestehen darin, dass der Würfel als erstes kommt. Da mache ich mal hier, also die Menge der Ergebnisse, die daran bestehen, dass der Würfel kommt, das ist sozusagen hier, das sind die, der Würfelteil. Und das sind 13 Stück. Das Weitere werden wir dann später ergänzen. Schaue ich mir erstmal noch was anderes an. Ich kann mir ja auch anschauen, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Gelbes rauskommt aus diesem Beutel. Also irgendein gelbes Teil. Gelb. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nun, es bleibt bei den 29 Ergebnissen und wie viele gelbe Teile habe ich da drin aus diesen 29 Teilen? Wie viele Teile sind gelb? 5 plus 7, 12 Teile sind gelb. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Gelbes rauskommt, beträgt 12 29. Und wenn ich das da unten in diesen Venn-Diagramm einmale, dann hätte ich hier also die Menge der gelben Teile und die überschneidet sich natürlich jetzt mit den Würfeln, denn ich habe hier 5 gelbe Würfel. Also hier wären diese 5 gelben Würfel und die Gesamtmenge der gelben Teile, das wären hier aber 12 Teile. Die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass so ein gelber Würfel rauskommt, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier dieser gelbe Würfel rauskommt, die beträgt dann, da brauche ich gar nicht groß zu rechnen, weil ich habe ja nur 5 gelbe Würfel, das heißt, es ist ganz klar, das sind 5 durch 29. 5 29 wäre die Wahrscheinlichkeit für diese gelbe Würfel
Und so ist das dann auch hier eingemalt. Also das hier wären diese gelben Teile. Und das hier in der Mitte, diese Schnittmenge, das sind die gelben Würfel. Ja, und jetzt kommt der springende Punkt. Wir wollen ja Wahrscheinlichkeiten addieren. Und ihr seht schon, was wir da wahrscheinlich addieren wollen. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit addieren, dass wir, also ich möchte die Wahrscheinlichkeit addieren, dass wir einen Würfel bekommen. Also irgendeinen Würfel. Oder, dass wir ein gelbes Teil bekommen. Oder gelb. Wir sagen nicht nur, unser Ereignis tritt ein, wenn ein Würfel als erstes rauskommt, sondern wir sagen, unser Ereignis tritt ein, wenn ein Würfel als erstes herauskommt oder wenn irgendein gelbes Teil als erstes herauskommt. Also das ist sozusagen eine Vergrößerung der Wahrscheinlichkeit, eine Art Addition. Wir addieren dieses Ereignis, Würfel kommt als erstes raus, mit dem Ereignis, ein gelbes Teil kommt als erstes raus. Und was heißt denn das jetzt für die Wahrscheinlichkeiten? Also wenn wir das jetzt hier ausrechnen würden, mit Blick auf dieses Diagramm, dann würde das heißen, ja, wir haben ja immer noch unsere 29 Ergebnisse. Da ändert sich ja nichts dran. Das sind einfach unsere Gegenstände, die wir da drin haben. 29 mögliche Ergebnisse dieses Experiments. Wie viele Ergebnisse passen jetzt zu diesem Ereignis? Ja, zum einen passen natürlich alle diese 13 Ergebnisse hier, wo ein Würfel rauskommt, die passen zu diesem Ereignis. Dann passen natürlich auch alle 12 Ergebnisse zu diesem Ereignis, wo ein gelbes Teil als erstes rauskommt. Nur was wir jetzt getan haben, ist, dass wir diesen Überlappungsteil, diese gelben Würfel, die haben wir ja doppelt gezählt. Die gelben Würfel sind ja hier in diesen 13 mit enthalten und die sind auch hier in diesen 12 mit enthalten. Deshalb müssen wir diese gelben Würfel einmal wieder abziehen. Und es gibt 5 gelbe Würfel und die müssen wir hier einmal abziehen. Also das wären dann 25 minus 20, das wären dann 20, 29. Diese 13, das waren die Menge der Würfel. Diese 12, das waren die Menge der gelben Teile. Und die 5, das war die Menge der gelben Würfel, weil die ja in beiden Gruppen dabei sind und nicht doppelt gezählt werden dürfen. Jetzt kann ich natürlich das auch ein bisschen umschreiben. 13 minus 12 durch 5 durch 29, das ist ja auch dasselbe wie 13 durch 29 plus 12 durch 29 minus 5 durch 29. Jetzt waren aber 13, 29, was war das? 13, 29 war die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Würfel rauskommt. Also könnte ich auch sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Würfel kommt. Dann plus 12, 29, das war die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein gelbes Teil kommt. Also plus die Wahrscheinlichkeit, dass hier das gelbe Teil kommt. Und minus und die 5 29stel, das war die Wahrscheinlichkeit, dass ein gelber Würfel kommt. Also minus die Wahrscheinlichkeit, dass ein gelber Würfel kommt. So, also so habe ich jetzt diese Rechnung einfach umgeschrieben und habe die Wahrscheinlichkeiten eingesetzt. Und das ist ja jetzt interessant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel oder ein gelbes Teil kommt, die ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Würfel kommt, plus die Wahrscheinlichkeit, dass ein gelbes Teil kommt, minus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil kommt, was eben diese beiden Kriterien hier erfüllt. Also hier und hier haben wir jetzt eine allgemeine Formel, wie ich Wahrscheinlichkeiten addieren kann.
Und ihr seht, das ist nicht so leicht. Ich muss immer diese Schnittmenge hier wegnehmen. Die Regel würde sich dann vereinfachen, wenn es so eine Schnittmenge nicht gibt. Wenn ich also zwei Ereignisse hätte, die sich gegenseitig ausschließen. Hier ist es ja nicht so. Hier in unserem Beispiel schließt das Ereignis, dass ein Würfel rauskommt, nicht aus, dass ein gelbes Teil herauskommt, denn es gibt ja diese gelben Würfel. Aber wenn es diese gelben Würfel nicht gäbe, dann wären das zwei Ereignisse, die sich gegenseitig ausschließen. Dann gäbe es hier diese Schnittmenge nicht und dann muss ich auch am Ende nichts abziehen. Dann könnte ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A oder B, also das sind zwei Ereignisse, die jetzt zusätzlich über diese Oder-Bedingung verknüpft sind, so wie hier ich das Ereignis, dass ein Würfel als erstes rauskommt, verknüpft habe mit dem Ereignis, dass ein gelbes Teil als erstes herauskommt. Allgemeiner geschrieben, also die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis A oder Ereignis B, das könnte ich dann berechnen als die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis A plus die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis B, wenn eben diese Schnittmenge nicht existiert, wenn A und B, und da sagt man, das sind sich gegenseitig ausschließende Ereignisse sind. Also sich gegenseitig ausschließende Ereignisse sind. Wenn die sich gegenseitig ausschließen, dann gibt es keine Schnittmenge, dann fällt dieser letzte Term hier weg und dann kann ich eben diese Rechnung hier so vereinfacht machen, wie sie da angeschrieben ist. Ja, das ist die Summenregel für die Addition von Wahrscheinlichkeiten. Und im nächsten Video geht es dann darum, was passiert, wenn ich mehrere Zufallsexperimente hintereinander mache.